Willkommen zum DEB-Update, liebe Eishockey-Fans. Heute vor dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Österreich. Aber natürlich erstmal alle durchgeatmet, kann ich mir vorstellen, auch bei Ihnen zu Hause. Denn endlich war er da, der erste Sieg im vierten Spiel für die Mannschaft von Harry Kreis. Nach dem, wie ein guter Tennissatz, 6-4-Erfolg über Team Dänemark. Die Mannschaft übrigens gleich auf dem Eis hier zum Pre-Game-Skate. Aber selbstverständlich für uns nochmal die Gelegenheit, zurückzuschauen auf die Highlights von gestern, auf diesen lang erhofften ersten Erfolg hier in Tampere. Daniel Wimmer mit dem Wichtigsten. Tut das gut. Ja, es tut sehr gut. Und ja, die Jungs machen es spannend. Oder? Die machen es wirklich spannend. Du führst mit 2 Toren und dann plötzlich führst du nur noch mit 1 Tor. Und wir haben, glaube ich, nicht so gut ins Spiel gefunden. Ich fand, wir hatten schon eine Last zu tragen, als das Spiel begonnen hat. Viel Zeit darüber nachzudenken war aber nicht, denn so richtig viel Anlaufzeit wird dieses Spiel sehr wahrscheinlich nicht haben. Freddy Storm mit dem ersten Hallo wach für Matthias Niederberger und Moritz Seider mit einem Guten Morgen für Frederik Dicho inklusive Wecker-Ton. Danach alle wach. Und die Scheibe im Tor. Matthias Lassen, der Torschütze für Dänemark. Bei genauerer Betrachtung mal wieder eine Bude der Kategorie Kacktor. Man hat so ein bisschen die Seuche am Schlitzen. Und auch mal wieder einen Rückstand aufzuholen. Auf der anderen Seite gaben die Dänen wenig Raum, stehen dann sehr eng. Und ja, dann ist da auch kaum ein Durchkommen gerade, ja. Die stehen fast zu 5 schon an der blauen Linie. Es ist schwer, da irgendwie ins Drittel reinzukommen und vor allem dann durch die Mitte. Und ja, das ist heute das Problem. Bemühen war da, Lösungen dagegen eben nur sporadisch. Aber die Deutschen sind jetzt nicht schlechter. Dänemark also vorne, Deutschland gefordert, auch mental. Das Entscheidende war, dass wir den Kopf bewahrt haben nach dem ersten Drittel. Mit einer 0-1 Rückstand in die Kabine zu kommen und dann die Zeit zu haben, darüber nachzudenken, was passieren könnte. Und dann hatten wir besprochen, dass die Dänen sehr passiv in der neutralen Zone spielen, sehr auf unsere Fehler warten und dann kontern. Ich denke, wir haben es besser geschafft im zweiten Drittel. Sich in die Partie hineingearbeitet. Maxi Kastner fühlt hier schon mal vor. Und JJ Peterka setzt seine Worte von vorhin in die Tat um. Der Ausgleich. Alle stehen lassen, Dicho überwunden. Inklusive Jubelschrei. Danach lange Scheibe von Moritz Müller. Und Alex Ehl staubt ab. Das Scheibenglück diesmal auf deutscher Seite. Das sind die einfachen Plays und dann haben wir auch mal ein paar dreckige Tore geschossen auf alle Fälle. Nicht nur dreckige Tore, auch schön herausgespielte kann das Team um Kapitän Moritz Müller. 3:1. Der schöne Pass von Marcel Nöbels und die Vollstreckung durch Mo Müller. Ja, gut. Wenn man so einen schönen Pass kriegt, wäre es fast sträflich, den nicht zu machen. Das Einzige, was die Dänen in Drittel Nummer 2 trafen, war die rechte Backe von Jonas Müller. Schmerzhaft, aber weiter geht's. Nur noch. Ja, jetzt die letzten 30 Sekunden noch schadlos überstehen und in der 2-Tour-Funk in die Kabine gehen, das wäre jetzt Gold wert. Matthias Bau, das nächste krumme Ding. 4-mal ab durch die Beine. Ja, natürlich ist es bitter, so kurz vor der dritten Pause 1 zu kassieren, aber ja, wir müssen einfach so weiterspielen. Auch das korrekt. Stimmung gut, Achtung und Konzentration angesagt. Der Schlussabschnitt bisher nicht die Paradedisziplin des DEB-Teams bei dieser WM. Eine intensive Partie. Das Spiel auf Kante genäht. Wir wollen 4. Tor, um unsere Nerven zu schonen. Tor, ja. Nervenschonung, nein. Christian Weise, die Dänen back in business, der Ausgleich. Wieder das verflixte dritte Drittel. 20 Sekunden später. Und Tor, aber da ist es. Und Tor, die Führung. Jetzt werden sie in Berlin natürlich sagen, Jesus Müller. Das vielleicht ein bisschen übertrieben. 4:3 die Führung. Dänemark bemüht mit Torwart raus und Scheibe rein. Marcel Nöbels 5:3.
Die wilde Schlussphase damit aber nicht beendet. Ganz im Gegenteil. Schuss von Markus Lauritzen, Kelle, Christian Weise. Dänische Partycrasher? Nein. Sondern deutsche Entscheider. Nico Sturm deckelt drauf. Die ersten Punkte für die DEB-Auswahl. Erleichterung pur. Ja, wir haben ja vorher schon so versucht, das ein bisschen so abzumoderieren, das Ganze. Aber natürlich war der Druck schon da, den haben wir auch gespürt. Umso stolzer bin ich, dass die Mannschaft das mental heute handeln konnten. Wir hatten es im Vorfeld besprochen, dass es durchaus sein kann, dass wir heute ins Spiel gehen und auch mal hinten liegen oder vielleicht nicht gut spielen eine Zeit lang. Und da mental stark zu bleiben, zurück zu unserem Spiel zu finden und dann am Ende mit dem Sieg rauszukommen, war sehr wichtig für uns heute. Diese Freude, diese Befreiung, dass wir noch im Rennen sind durch diesen Sieg. Und das tut die Mannschaft mental, seelisch sehr, sehr gut. Und ich denke, dementsprechend wird auch die Erholung leichter zustande kommen. Vorfreude auf die kommende Aufgabe inklusive. Wie viel Bock hat Moritz Müller auf Österreich? Ja, total Bock. Weiter geht's. Ja, das zweite Drittel vielleicht als Blaupause für die Partie heute gegen Österreich. Die deutsche Mannschaft beim schon bekannten Pre-Game-Skate vor dem Spiel eben heute Abend in der Nokia Arena. Und wenn wir uns erinnern, es geht erstmal heute zum 11. Mal bei einer Weltmeisterschaft gegen Österreich. Und das letzte Spiel 2015 in Prag war eine Niederlage für die deutsche Mannschaft im Penalty-Shootout. Und das ist übrigens schon so lange her. Der einzige Deutsche, damals wie heute, im Line-Up, Moritz Müller, der da hinten heute das Warm-up ein bisschen auslässt, sondern auf der Bank noch ein wenig chillt. Der Körper muss sich ja auch im gehobenen Alter ein bisschen erholen. Auch heute im DEB-Update der Blick hinter die Kulissen bzw. ins Innere der Nokia Arena. Da gibt es natürlich auch den Kraftraum und das ist vor allem für die Spieler gemacht, die sich vorbereiten wollen oder eben mal auch gerade nicht so im Line-up stehen. Dementsprechend wird hier ausgearbeitet. Die deutsche Mannschaft tut das natürlich auch immer wieder. Heute in Person von Maxi Franzreb und Daniel Fischbuch zum Beispiel. Und der Mann, der das betreut, ist ein ganz wichtiger im Team rund um den Steff im Deutschen Eishockeybund. Das ist Arne Griskowiak, der Fitnessguru, wie der Express auch schon titelte. Und den wollen wir natürlich mal kurz mit reinnehmen. Arne, danke, dass du ein paar Minuten Zeit hast für uns. Wie nennt sich das gerade, was du jetzt hier gerade mit Fischi und mit Franzreb machst? In meinen Worten, das ist die Lackerei, die wir gerade aufgebaut haben. Ja. In anderen Worten, machen wir ein kleines Krafttraining. Mhm. Die zwei spielen heute Abend nicht. Und somit werden sie belastet noch zu dem normalen Eistraining. Also die waren jetzt gerade auf dem Eis und machen jetzt noch was extra, damit wir das Energielevel angleichen können. Krafterhalt aufrechterhalten. Jetzt siehst du gerade den Franzi hier bei Trapper-Kreuz hier mit ordentlich Gewicht, also ein bisschen Kraft aufbauen, ein bisschen Spannung erhalten, ein bisschen Explosivität erhalten und ja. Halleluja. Sieht aber schon aus, als wenn es, weiß ich nicht, intensive Saisonvorbereitung ist. Würde ich jetzt, also für mich wäre es das, ja? Nee, wir haben jetzt ein bisschen Gewicht aufgeladen, dass du ein bisschen erstmal die Kraft spürt und das Ganze bauen wir jetzt in Explosivität auf, sodass er von dem schweren Gewicht dann seine leichten Beine hier leichtfüßig auf diese Box springt. Jetzt ist es beim Physiotherapeuten oft so, die sind auch manchmal so ein bisschen der Kummerkasten, ja, bei den Jungs im Team. Wie ist es bei dir? Kriegst du auch mal ein bisschen was geklagt, was dem einen oder anderen auf dem Herzen brennt? Oder bist du eigentlich nur der Mann, der für da ist, was wir gerade gesehen haben, nämlich die Jungs vor allem fit zu machen? Ich sage mal so, der Physio hat es ein bisschen einfacher, weil er nur gute Dinge mache. Franzi geht zum Physio, lässt sich da behandeln und da ist er, freut er sich und lacht auch schon direkt, wird massiert und kriegt Pflege, also der tut was Gutes. Ich will ja jetzt, dass der Fischi gleich statt den, was hast du da? 27 halber? Nein! Nach den 30ern? Seit den 32ern. Will ich haben wir ihn unterschätzt hier, oder was? Will ich gleich die 35er nehmen. Das heißt, ich will was von dem, aber habe auch nichts zu melden. Also wenn der Fischi sagt, ich habe keinen Bock auf die 35er, dann werde ich die nicht bekommen. Stimmt's, Fischi? Aber ich stehe dazwischen. Also ich bin nicht der Good Cop wie der Physio, der nur pflegt und nur behandelt. Habe aber auch keine Macht wie der Cheftrainer, der sagt, oh, jetzt ist aber blöd mit dir. Sondern ich versuche zu moderieren, versuche die Jungs zu motivieren, dass sie was tun. Wenn sie nicht darauf Lust haben, dann muss ich ein bisschen jonglieren.
Macht es für dich einen Unterschied, im täglichen Mannschaft zu arbeiten, Kölner Haie logischerweise, wo du aktiv bist, oder eben der Nationalmannschaft, immer auch mit dem Adler auf der Brust, ist dann auch nochmal eine besondere Note, oder? Absolut. Also für eine Nationalmannschaft zu arbeiten, ist immer eine Ehre, ist immer was Besonderes. Ist auch vom Umfeld was ganz anderes. Also du hast eine Mannschaft, hast du eine Frage? Wollen wir was draufpacken? Haben Sie was zu sagen, Herr Fischbuch? Haben Sie was zu sagen? Nein, ich höre nur zu. Er hört nur zu. Wollen wir was Gewicht draufpacken? Ja, also in der Mannschaft, also in der Teammannschaft, die 10 Monate im Jahr zusammen ist oder 9, da hat natürlich jeder seine eigene Thematik. Ja? Der eine spielt zu wenig, der andere ist verletzt, der nächste ist unzufrieden mit dem Trainer. Hier kommen wir über einen ganz kurzen Zeitraum zusammen und alle haben ein Ziel. Alle wollen kurzfristig gemeinsam erfolgreich sein. Und das macht es natürlich aus. Du hast eine immer gute Stimmung. Ja? Also wir versuchen immer eine gute Stimmung zu haben, die automatisch auch schon durch die Jungs generiert wird. Und das gepaart mit natürlich alle einer großen Leidenschaft. Und nicht, dass es im Verein anders ist, nur da ist natürlich, jeder hat so ein anderes Thema. Der eine will einen neuen Vertrag unterschreiben, der nächste hat Stress mit dem Manager, mit dem Trainer. Also viele kleine Dinge, die da sonst noch vorherrschen. Danke für den Einblick, Arne. Vielen lieben Dank für die Infos. Und das war der Blick mal in den Kraftraum hier in der Nokia Arena rund um die deutsche Mannschaft, die fit bleiben muss natürlich. Denn das Turnier geht ja hoffentlich noch lange. Deutschland gegen Österreich. Auf die Falten gucke, musste Österreich oft verloren haben, dementsprechend war er 14 Mal. 14? Bleibst du bei 14? Ja, wenn wir jetzt beide nehmen, sonst würde ich sagen 7. Bei mir waren es Prag, Bratislava, Kopenhagen und jetzt zweimal Tampere. Sesh. Ich schätze 9, ist die 11. Aber ich bin näher, oder? Ja. Wieso? Ja. Du hast auch 2 perfekt. Ja, 7. Unentschieden. Ist ja perfekt. Ja, okay. Hält so weiter, okay? Du machst nur Pause, ja, du Sack. Von Pause war nie. Hat dir niemand gesagt, dass du durchkommst. Ja, so viel Pause macht ihr immer, deshalb spielt ihr auch maximal ein gutes Drittel, weil 2 macht ihr Pause. Alter Schwede. 41 in der Roaming. Ich bin raus. Ich bin auch schwerer. Ich bin auch schwerer. Das weiß ich durch Zufall. Ich meine, ich hätte das gelesen irgendwo auf Instagram. Von uns hätte ich nämlich übrigens keine Ahnung, von daher viel Spaß. Aber ich glaube, ich habe bei Österreich, meine ich, gelesen, es ist Hula Palu Gabaye. Cordula Grün. Na, leider nicht. Falsch. Okay. Ah. Was? Ach, Quatsch, echt? Drecksack! Scheiße, wie aus! So. Ja. Okay. Oh, wilder Ausgleich. Hey, Benni. Ich glaube aber nicht, dass es 3-3 stehen wird nach 60 Minuten Eishockey. Befürchte ich auch. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, auch bei uns Journalisten. Rocky 12 ist abgedreht. Das nächste DEB-Update natürlich dann morgen für euch, für Sie, 19 Uhr. Klickt rein. Die Eishockey-WM live bei Magenta Sport.